Rede mit mir. Rede mit Ganz mir. Ganz ehrlich, ich will das nicht tun. Ich will da nicht reingehen. Nein, nein, nicht reingehen. Oh gut, sie ist Wer da. Ist sie? Kein Grund zur Panik. Los, weiter. Wer ist sie, Wheatley? Da ist sie. Oh. Sie war wirklich von der ganz üblen Sorte. Völlig durchgeknallt. Die weißt Trümmer du, wer sie am Ende zur Strecke gebracht hat? Das glaubst du nicht. Ein Mensch. Ich weiß, ich wollte es auch nicht glauben. Der Mensch ist offenbar entkommen und seitdem verschwunden. Wer denn? War das im Portal 1 so? Und dann kam eine Ewigkeit, in der absolut nichts passiert ist. Und jetzt sind wir beide hier auf der Flucht. Tja, das ist so gut wie alles. Nichts anfassen, bitte. Kleine Zwischenfrage. Hat man das hier in Portal 1 gemacht? Ich glaube, ich habe Portal 1 auch irgendwann mal bei Steam gekauft, aber irgendwie nie gespielt. War auch ein Sonderangebot. Waren wir das? In Teil 1? Ich weiß es nicht. Und wo ist jetzt sie? Ich sehe hier nichts. Oder ist sie der Trümmerberg hier hinten? Okay, hier geht's weiter. Okay, die Treppe runter. Ja, dachte ich mir schon. Spring! Obwohl, das ist doch ganz schön weit, oder? Ich kann dich auch fallen lassen. Aua. Ich werde immer noch festgehalten. Das ist super. Du hast kräftig zugepackt. Uns geht's gut. Ganz hervorragend. Achso, er hätte jetzt gerade noch irgendwas Lustiges gesagt mit Arm- und Beinschienen, aber... man muss sich hier mal Zeit lassen, finde ich. Mache ich jetzt auch. Ah, entschuldige. Am besten nicht nach unten ich sehen. Ich sehe gerade nach unten. Ah, schon wieder runtergesehen. So, jetzt siehst du ja nach unten, ne? Okay, und jetzt? Passiert dir nochmal was oder trage ich dich einfach? Das hier ist der zentrale Kontrollraum. Ja. Na dann rein. Such den Schalter, auf dem Fluchtkapsel steht, okay? Und sonst nichts anderes. Also, fass ja nichts anderes an. Schau nicht mal was anderes an. Klar, du musst dich umschauen, um das Wort Fluchtkapsel zu finden. Aber wenn du was siehst, auf dem nicht Fluchtkapsel steht, dann schau gleich wieder weg. Und fass ja nichts an. Und schau dir nichts an, außer das Richtige. Du weißt, was ich meine. Weißt du, wie viele siehst Schalter das irgendwo? Sind? Ich kann's nirgendwo sehen. Am besten schließt du mich an. Und ich mach das okay. Licht an. Wo kann ich dich anschließen? Hopp. So, endlich bist du weg. Es werde Licht, so sprach Gott. Gott. Ich habe Gott zitiert. Ach, du hast Gott zitiert. So. Oh, sieh mal, es dreht sich. Seltsam. Ist aber wohl okay, solange es sich nicht nach oben bewegt. Also, mach keinen Scheiß. Noch mach keinen Scheiß. Wheatley. Wheatley. Es bewegt sich Wheatley. Nach oben. Wheatley. Wheatley. Ah! Ganz ruhig, alles Paletti. Ich hab's. Jetzt wird's langsamer. Oh Gott, du Idiot. Nein, nein. Power-up eingeleitet. Okay, da bewegt sich was. Panik. Ganz ruhig bleiben. Wir können sie noch aufhalten. Wheatley. Das kann ich hacken. Wheatley. Kein Problem. Wollen mal sehen. Wheatley! Du Idiot! Die baut sich zusammen, wer auch immer das ist. Oh oh. Du probierst doch jetzt nicht das ganze Alphabet durch! Nein, warte. Hatte ich B schon? Abgeschlossen. Na schön, neuer Plan. Verhalte dich ganz natürlich. Wir haben nichts getan. Ich bin ein Baum. Oh. Du bist es. Du kennst sie? Wir haben uns lange nicht gesehen. Wie geht es dir? Ich war ganz schön beschäftigt damit, tot zu sein. Du weißt schon, nachdem du mich ermordet hast. Entschuldigung. Was? Ich wollte das nicht. Oh nein, 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 nein. Oh Gott. Oh nein, Wheatley. Nein. Wir haben beide vieles gesagt, das dir noch leid tun wird. Aber ich glaube, wir können unseren Streit hinter uns lassen. Nein, sie hat Wheatley umgebracht. Der Wissenschaft zuliebe. Du Monster. Der arme Wheatley, du Monster. Oh nein. Du scheinst das Testen wirklich zu lieben. Schließlich war es gar nicht so einfach, mich wieder zu aktivieren. Ich liebe es auch. Aber vorher müssen wir noch etwas erledigen. Ich will nicht fallen, du Monster. Errungenschaft freigeschaltet, du Monster. Der arme Wheatley ist jetzt tot oder was? Das ist ja mal richtig scheiße. Mann, ich mochte den. Der arme Kerl. Und ich falle. In die Tiefe. Oh! Wow! Kann ich mich hier irgendwie ausweichen? Nur nicht wirklich. Oh! Wow! Ach du Scheiße! Da wären wir. Die Brennkammer. Vorsicht, stolpere nicht über Teile von mir, die nicht ganz verbrannt sind, als du sie hier reingeworfen hast. Das Doppelportalgerät sollte hier irgendwo sein. Finde es und wir können beginnen, wie früher. Hilfe?
Ah! Gott, du schubst mich hier nicht runter. Oh, was ist denn das für ein kleines Ding? So ein Turm. Hopp. Wer oder was da zur ist Hölle sie. Ist GLaDOS? Warte. Da. Oh. Gut, du hast das Doppelportalgerät. Es gibt hier bestimmt einen Weg zurück zum Testbereich. Warum habe ich denn das weggeworfen damals? Hopp. Und hopp. Ja, eigentlich wollte ich ja hier, ne? Ein Weg zurück zum Testbereich. Natürlich. Nach Testbeginn verlangt das Protokoll, die Interaktion mit dir so gering wie möglich zu halten. Zum Glück haben wir noch nicht begonnen. Unsere letzte Chance für ein bisschen Smalltalk. Okay. Ja, fang an. Hopp. Und jetzt? Lass mich das für dich holen. Weißt du, welche Lektion die wichtigste ist, die ich durch dich gelernt habe? Ich habe meine Blackbox-Speicherfunktion entdeckt. Im Falle eines Totalausfalls bleiben die letzten 2 Minuten meines Lebens erhalten. Oh. Ich konnte, musste deinen Mord an mir wieder und wieder durchleben, andauernd. Das tut mir leid. Weißt du, jeder andere, dem du das angetan hättest, hätte sicher nur noch Rache im Sinn. Ja, und du nicht, oder was? Zum Glück stehe ich über solchen Dingen. Es ist schön, das alles hinter uns zu lassen und zurück an die Arbeit zu gehen. Wir haben so viel zu tun und nur noch 60 Jahre dafür 60 übrig. Jahre? Wie etwa. Kommt sie darauf? Mir liegen die genauen Statistiken nicht vor. Okay. Ich habe keine Ahnung, was sie labert, die gute Frau GLaDOS. Hopp. Falsch? Nee. Hopp. Richtig hier? Keine Ahnung. Oh! Was war denn das? Mal auf mich zu schubsen. Hey! Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Oh. Okay. Ich räume das für dich weg. Was für ein Saustall. Wichtig ist, dass du zurück bist. Bei mir. Und nun kenne ich auch alle deine kleinen Tricks. Wir können also ungehindert testen. Bis an dein Lebensende. Ich nicht. Und danach, wer weiß, ich könnte mir ein Hobby suchen. Tote Arbeiten vielleicht. Was? Irgendwie ist die gute GLaDOS ein bisschen gestört. Nur mal so, ne? Jetzt nicht irgendwie, das ist so, ne? Okay. Der Kaltstart, Teil 2. Verzeih das Chaos, ich habe meine Pflichten vernachlässigt, seit du mich getötet hast. Danke. Gern geschehen, würde ich immer wieder gerne tun. Sarkasmus-Selbsttest abgeschlossen. Oh gut, es ist wieder da. Ich bringe hier alles zum Laufen und du machst diesen ersten einfachen Test. Dabei geht es um die Reaktion von Testsubjekten in einem Raum voller tödlicher Laser. Was? Laser? Hallo? Huh. Kann ich irgendwie... Ja, so muss es sein. So und nicht anders. Oh, wie komme ich da jetzt hin? Muss der weiterlaufen? Ja, der muss weiterlaufen. Komme ich da hin? Muss ich springen? Hopp! Dann machen wir den erstmal weg. Dann gehe ich mal darauf und dann wieder das blaue Portal an. Yes! Nicht schlecht. Ich vergaß, wie gut du darin bist. Doch du solltest dich zügeln. Es gibt noch so viele Tests. Hitzewellen. Und ab geht's! Fahrstuhlmusik, du 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 du, Fahrstuhlmusik, im Fahrstuhl sitzen, stupidupidu, im Fahrstuhl sitzen und dabei schwitzen, du 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 du, du 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 du. Nächste Ebene, was haben wir hier? Oh. Okay. Oh, cool.
Zum nächsten Test gehören Entmutigungs-Umlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Entmutigungs-Umlenkwürfel. Einer müsste in der Ecke sein. In welcher Ecke? Spring da hinten. Hopp. So. Hey! Whitley, mein alter Freund. Rot. Hopp. Oh. Hopp. Nee. Hüpp. Nein. 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 Mann. Alter. Und hopp. So, hätten wir das erledigt. Und jetzt packen wir das Ding wahrscheinlich irgendwie... Ach, ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Wahrscheinlich werde ich gleich gegrillt, wenn ich das Ding da reinschiebe. Ich speichere mal eben. Hopp. Schieb. Nein, ich würde den gerne in die andere Richtung drehen. Ach, Kacke. Verschwinde. Okay. Das hat einen gewissen Amüsierungswert, aber... Man muss es ja auch nicht übertreiben. Hopp. Ach, ich muss dann von der anderen Seite also. Niaum. Hopp. Jetzt aber. Und hopp. Perfekt. So. Und aufgefangen. Ha. Ich bin gut gemacht. So gut. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Was? Schrecklicher aber, Mensch. Was? Und das testen wir nicht einmal. Oh Mann. Du bist... Scheiße. Blöde GLaDOS, ich hasse dich. Warum bist du nicht tot geblieben? Und warum hast du den armen Wheatley getötet, der eventuell doch nicht tot ist? Das ist voll doof. So, weiter geht's. Lade, 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 lade. Ja, das Spiel finde ich richtig geil. Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Es sind doch nur Daten, falls dich das freut. Es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf eine Türschwelle ausgesetzt hat. Wie gemein ist die denn? Das ist ja unverschämte Maschine. Hallo? 03 von 22. Na super. Okay. Okay. Das Ding klemmt oder was? Scheint so. Was ist jetzt? Irgendwie hier ist ein Gang. Zu viele Variablen. Machen wir mal hier ein Portal hin, damit wir notfalls zurückkommen. Bohnen. Was ist denn das? Ach, ein Radio. Und I und 3. Okay. Ja, wie kommen wir da jetzt hoch? Oh Gott. Oh nee, ne? Durch die Decke fallen, ich hasse es. Gut, damit hätten wir das schon mal erreicht, aber irgendwie... Können wir irgendwie... Ne? Hm. Da. Hopp. Ah! Alter Schwede. Habe ich mich selber verbrannt. So, Nummer 1 ist auf dem Nummer 2. Ist da hinten. Gut, und wie kommen wir da ran? Hm. Gute Frage. Haben wir noch irgendwo so einen Würfel? Nee. Der muss irgendwie... beide Richtungen gleichzeitig aktiviert werden, oder was?
Warte mal, könnten wir theoretisch... Nee, können wir nicht. Aber könnten wir nicht theoretisch da einen rein? Und... Da einen raus? Nein. 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 Immer noch nicht. Perfekt. Nur irgendwie... Gleichzeitig das Ding noch umlenken. Das ist irgendwie... Na, jetzt haben wir den da fast an. Hopp. So, jetzt haben wir den da an. Und den hier. Ja! Nicht zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Gott im Himmel, ich will das nicht nochmal machen. Die GLaDOS ist aber auch zickig. Boah. Alter Schwede. Ich könnte jetzt aber auch gerade nicht schauen, wie lange ich schon aufnehme. Egal. 10 Minuten mache ich noch. Lade, 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 lade. Lade, lade, lade. Lade, lade, lade. Ladebalken, Ladebalken. Unten rechts und er lädt und ist fertig. Na, Gott, oh Gott. Na, was beleidigt, wie beleidigst du mich jetzt? Blöde Maschine. Stirb doch, lass mich in Ruhe. Moment. Ich fühle mich sexy. Du gehst schneller durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und... Tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Also die Anlage zerstören? Da fehlt was übrigens. Huch. Ja, dann bau mal deine Testkammern schneller. Anfänger-Roboter. Okay. Was passieren wir hier? Fällt auf den Kopf. Hopp! Gegriffen. So, nehmen wir erstmal mit. Wo muss ich hin? Da hinten hin. Kann ich da irgendwie... Nö. Ich habe gerade keine Ahnung, wie ich da wohl durchkomme. Ich kann ja mal schauen. Ist da hinten irgendwo eine Fläche? Nö. Da auch nicht. Ist da an der Decke über dem Ding eine Fläche? Nö. Hm.